Hallo, herzlich willkommen zu den Lightning Talks. Wir werden jetzt 9 Vorträge hören, die jeweils 5 Minuten gehen und ganz kurz nette Ideen oder Ähnliches vorstellen. Als erstes wünsche ich euch viel Spaß mit Patu und seinem Talk Charging the World. Ja, hallo. Jetzt bin ich spontan der Erste geworden. Sehr schön. Ja, also ich wollte ganz kurz, eigentlich könnte ich eine ganze Stunde referieren darüber, aber zur Elektromobilität kurz was sagen und ja, leider die Ernüchterung, da passiert gerade überhaupt nichts, bloß eben in dem proprietären Bereich wie überall. Ja, der Bund hat da mehrere Milliarden Euro rein investiert, leider so wie immer in großen Firmen, die die x-te Alltagstauglichkeitsstudie macht und da verschwindet Geld und wird proprietäre Software entwickelt, die dann wiederum bloß für den Hersteller ja vorhanden, also funktioniert, für die eigene Ladestation, für die eigene ganze Konstrukt zur Infrastruktur, was hinten dran hängt, für eigene Autos und so weiter. Also aktuell funktioniert da eigentlich gerade gar nichts. Man hat keinen Einblick. Es gibt ein Protokoll, nennt sich OCPP, Open Charge Point Protokoll, ist standardisiert, ist abgenommen, basiert auf so einer XML-SOAP-Sache und ja, leider ja, wird das von Herstellern nie wirklich umgesetzt. Die haben alle ihren eigenen Dialekt. Ja, Lösung wäre sozusagen eine freie Hardware irgendwie zu entwickeln. Wäre genial, so Open Hardware mäßig oder also und eben eine eigene Software, die letztendlich auf dem Controller läuft, aber letztendlich auch ein Frontend hat. Und ja, kommen wir schon zu der Folie, sehr schön. Ja, und ich habe jetzt im Auftrag von der Trevac, also von den Stadtwerken hier vor Ort, angefangen, die Elektromobilitätsstationen, die in der Stadt verteilt sind, ein bisschen zu reingenieren. Und ja, da hat er, die haben sich halt auch wieder so einen proprietären Entwickler oder eben eine Firma eingeholt, die jetzt pleite gegangen ist. Und jetzt stehen sie halt auf ihrer Elektromobilitätsstation und wissen nie wie weiter. Und habe da ein bisschen geguckt, was ist da möglich und haben da ein Frontend entwickelt. Genau, so sieht es halt aus. Man hat halt verschiedene Ladestationen und ja, basiert halt noch auf einem Backend, nennt sich Steve und das ist Frontend drauf. Ja, letztendlich würde ich motivieren, da vielleicht ein bisschen mitzumachen. Die Idee ist tatsächlich, die technologische Kette komplett durchzubauen. Also im Idealfall gibt es auch schon Lösungen, aber eben noch nie so groß übergreifend eine eigene Ladestation zu entwickeln, eigene Hardware und letztendlich ein Backend und ein Frontend und letztendlich die Lösung halt einfach anzubieten und vielleicht kriegt man dadurch ein bisschen die Elektromobilität nach vorne. Okay, danke. Ach so, mitmachen da. Danke dir. Danke dir, Patu. Als Nächsten hätten wir Joe und Nico, die uns IT für Refugees vorstellen. Ich müsste nur noch ganz kurz eure Folien öffnen. Hallo, wir beide gehören zu einer viel größeren Gruppe von Dresdnern, denen es wichtig ist, dass die Refugees hier in Dresden mit Internet ausgestattet werden und ansonsten auch Technik kriegen, wenn sie die benötigen. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Ihr könnt euch sicher selber vorstellen, wenn ihr in der Stadt neu seid, dann wollt ihr euch informieren. Ihr wollt Kontakte in die Heimat halten. Gerade für die Refugees ist es richtig teuer, wenn die über Mobilfunk nach Hause telefonieren müssen. Da ist es schön, wenn sie Internettelefonie haben. Sie wollen sich über ihre Rechte informieren. Sie wollen Sprachlernsoftware und Online-Übersetzer runterladen. Sie wollen einfach teilhaben. Ich denke, das steht auch so in unserer Hackerethik. Jeder soll teilhaben dürfen. Und da gehören die Refugees dazu. Und für eine gute Integration brauchen die auch Internet. Und Nico erzählt, wie wir das machen. Ja, auch ich begrüße euch. Vielleicht ganz kurz zu den inhaltlichen Schwerpunkten von uns. Wir fokussieren uns grundsätzlich auf die Versorgung mit einer freien Internetverbindung für die Asylsuchenden. Und weiterhin versuchen wir IT-Technik wie Computer, Laptops und so weiter für die Flüchtlinge zu organisieren. Das gliedert sich in mehrere Stufen, dieser Prozess. Typischerweise fängt es damit an, dass wir gucken, okay, wo gibt es Unterkünfte hier in Dresden? Wer betreibt die Unterkünfte?
und können uns die Betreiber von den Unterkünften auch in gewisser Form unterstützen. Manchmal ist es einfacher, manchmal ist es bürokratischer, je nachdem, was es für ein Träger ist. Manchmal ist es so, dass wir da Nachbarn aktivieren müssen, also quasi nette Nachbarn aus der Nähe von Unterkünften, die sagen, okay, cool, wir wollen auch, dass die Leute, also die Flüchtlinge, die Menschen, eine freie Internetverbindung haben und wir wollen einen Teil unserer Bandbreite stellen. Und dann kommen wir dann ins Spiel und sagen, okay, wir finden das eine coole Idee, wir unterstützen euch dabei. Wir haben die Technik und wir begleiten euch beim Aufbau der Technik und eben auch bei einem reibungslosen Betrieb von der Technik. Hier zum Beispiel in der Unterkunft, das ist die Erstaufnahmeeinrichtung Dresden 2, Lager 2, auch genannt Nötitzer Straße. Da konnten wir netterweise ein Telekommunikationsunternehmen finden, was uns ein paar Router gestellt hatte und hatten dann ein paar Loco-M2s, was quasi Wi-Fi-Hotspots sind, an verschiedensten Gebäuden angebracht und dann eben den Asylsuchenden eine Internetverbindung gestellt. Ja, weiterhin versuchen wir mit lokalen Initiativen zu kooperieren, wie jetzt beispielsweise hier mit Freifunk Dresden. Da ist es so, an der neuen Mensa gibt es schon einen Freifunk-Hotspot, aber leider auf der falschen Straßenseite. Und da sind wir gerade dabei, mit allen Beteiligten zu kooperieren und zu gucken, was können wir machen. Und da ist es halt relativ cool, da gibt es Studierendenwohnheime und von den Wohnheimen, was man hier vielleicht nicht ganz so günstig sieht, kann man einerseits vom Dach aus Freifunk empfangen und andererseits eben hat man eine schöne Sicht auf die Mensa. Und und der nächste Schritt ist jetzt eben, dass wir da mit allen Beteiligten diskutieren, was wir machen können, ob sie uns erlauben, die entsprechende Funktechnik aufzubauen und machen das dann auch. Ja, im besten Fall können wir auch in den Einrichtungen entsprechende Endpunkte aufstellen, also irgendwelche Router beispielsweise für eine maximale Verbindungsqualität. Aber, wie gesagt, Bürokratie manchmal. So. Und zusätzlich als letzter Punkt noch, wir kooperieren in Dresden mit dem Flüchtlingsrat und da ist es so, dass wir auch dezentrale Unterkünfte, das heißt auch einquartierte Familien in Wohnungen mit freiem Internet versorgen. Manchmal ist es so, dass einfach eine Richtfunkantenne wie hier ausreicht. Manchmal gibt es halt auch Bedarf an IT-Menschen, die Computer fixen. Und ja, in der Richtung sind wir da unterwegs. Noch ganz kurz an den Johannes. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns helft. Es gibt ganz viele Sachen, wo man mitmachen kann. Das erste, wenn ihr in der Nähe von einem Flüchtlingswohnheim wohnt oder eine Flüchtlingsfamilie in eurer Umgebung habt, selber Internet, das ihr gerne teilen möchtet, dann kommen wir gerne vorbei, stellen Freifunkroute auf. Wenn ihr ein bisschen von eurer Bandbreite abgebt, kümmern wir uns darum, dass ihr aus der Fremdstörerhaftung rauskommt. Als nächstes, wenn ihr Sponsoren kennt, die uns helfen können, Internetanschlüsse für große Unterkünfte zu beziehen, sprecht uns an. Ansonsten, wenn ihr gerne bastelt, gerne Linux installiert, wir haben noch viele Rechner, die installiert werden müssen. Wir brauchen Leute, die organisieren können, rumtelefonieren, in der Lage sind, einfach Menschen anzusprechen und zu begeistern. Ja, wenn ihr Lust habt, wenn es euch wichtig ist, kommt vorbei. Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im HQ vom Dresdner CCC. Das nächste Mal ist der 3. November, jedes Mal 20 Uhr. Dankeschön. Ja, eine wichtige Sache das. Ja, das ist die beste Überleitung überhaupt. Auch eine wichtige, tolle Sache. Nein. Keine Ahnung. Jedenfalls kommt jetzt Node.js von DevWurm. Bitte komm noch nach vorn. Node.js. JavaScript on steroids oder nicht ganz so wichtig? Okay. Wie du meinst. Ich muss noch deine Folie nachschauen. Ja, mach das mal. Ich habe jetzt als Kontrast mal ein bisschen technischeres Thema. Ich will mal ganz kurz was über Node.js sagen, weil es finde ich eine ganz interessante Sache ist. Ist jetzt nicht so neu, aber ist mittlerweile mehr so ein, also ist es mittlerweile in fertig. Und obwohl es schon vorher im Produktivansatz benutzt wird, aber jetzt soll man es auch im Produktivansatz nutzen. Also erstmal, was ist Node.js? Deine Sonderzeichen gehen nicht. Da fehlt ein E. Also Node.js ist, wie es hier steht, eine browserunabhängige Laufzeitumgebung für JavaScript. JavaScript ist ja diese tolle Sprache, die im Browser dazu da ist, um Webseiten dynamisch zu machen.
Mit Node.js beginnt man eben den Ansatz, um diese Sprache, die ja an sich funktioniert, aus dem Browser rauszuheben und auf das Niveau in einer ganz normalen nativen Sprache zu bringen. Dazu fehlen hier wieder Sonderzeichen. Fügt man dem Sprachumfang einige Bindings hinzu, die eben Zugriff auf das System selbst geben, wie zum Beispiel auf das Dateisystem oder auf direkt Netzwerkzugriff. Und damit kann man eben vollständige native Anwendungen mit JavaScript programmieren. Das will man zum einen, weil JavaScript jetzt nicht die schwerste Sprache der Welt ist, man kann es also relativ zügig lernen. Und zum anderen, weil JavaScript ein recht interessantes Konzept hat, um mit asynchroner Verarbeitung umzugehen. Und zwar ist das die eventbasierte Verarbeitung. Denn besonders bei Netzwerken und Filesystemzugriffen kann es teilweise dazu führen, dass so ein Zugriff recht lange dauert. Und man will jetzt halt nicht immer, dass das Programm an dieser Stelle hängen bleibt und so lange wartet, bis man die Festplatte fertig gedreht hat oder bis die Bits durch das dünne Kabel durchgekommen sind. Und deswegen verfolgt man im Gegensatz zu anderen Sprachen Node.js nicht den Ansatz, dass man einfach einen Thread startet in neuen, der dann pausiert, solange wie er nichts tut, sondern es ist komplett Single-Threaded, also alle Anfragen zum Beispiel auf dem Webserver laufen auf einem Thread. Allerdings wird dieser Thread eben nicht konsequent abgearbeitet, wie es im Programmcode steht, sondern das Programm läuft eben ab und registriert bestimmte Events. Also meinetwegen, es fordert einen Filesystemzugriff an und registriert auf das Event, das File ist gelesen, in Callback. Dann wird diese Operation von dem Binding, also von so einer Bibliothek, die in der Laufzeugumgebung drin ist, ausgeführt. Solche Bindings kann man auch selber schreiben in C++. Und damit kann man halt das Filesystem sozusagen lesen. Das kann in einem anderen Thread passieren, das kann wie auch immer gemacht werden, wie es der Entwickler des Bindings halt gemacht hat. Und wenn das fertig ist, wird das Callback, was man in seinem Programmcode definiert hat, auf eine Queue gelegt. Und immer wenn der Thread, in dem das Programm selbst abläuft, gerade nichts zu tun hat, gibt es einen Event-Loop, die dann eben das erste von dieser Queue nimmt und ausführt. Das ist erstmal ein bisschen ungewohnt, wenn man halt normalerweise so relativ sequenziell programmiert, aber man gewöhnt sich relativ zügig daran. Das hat eben den Vorteil, den man jetzt hier sehen kann. Also hier wäre jetzt so ein ganz normaler, traditioneller Ablauf, in dem man eben was tut, dann wartet, bis es, also was anstößt, fertig, wartet, bis es fertig ist, das nächste anstößt, wartet, bis es fertig ist, das nächste anstößt, wartet, bis es fertig ist. Also die ganzen roten Stellen sind eigentlich nur Wartezeit, in der Thread eigentlich blank liegt und nichts tut. Bei Node.js ist das wiederum ein Thread, wo man halt so ein paar Sachen anstößt, seine Callbacks registriert und so. Und dann werden die Sachen ausgeführt und in der Zwischenzeit hat der Thread nichts zu tun. Das heißt aber nicht, dass er zumindest von dem Programm, was man jetzt gerade eben tut. Aber in dieser grünen Zeit können auch andere Callbacks, die bereits vorher registriert werden, ausgeführt werden. Der Vorteil ist eben, dass man hier, um verschiedene Reaktionen auf Events zu machen, nicht immer den Thread switchen muss. Hier müsste man jetzt sagen, immer in den roten Momenten muss man den Thread einfach auf den anderen Thread switchen, der gerade was zu tun hat. Also den Prozesskontext ändern im Prozessor. Hier muss man das nicht, man bleibt immer im gleichen Thread und diese Event-Loop kümmert sich darum, dass der Thread immer irgendwas zu tun hat. Oder zumindest, wenn es was zu tun gibt, was zu tun hat. Und damit spart man sich eben diesen ganzen Overhead, Threads zu erzeugen und zu switchen, indem man, wie gesagt, eben diese Zeit, in der irgendein IO-Zugriff wartet, nutzt, um eine Operation auszuführen, die auf einen anderen Zugriff vorher gewartet hat zum Beispiel. Wenn ich das mal im Code anschauen will, ich habe so einen relativ einfachen Webserver geschrieben in Node.js, unter dem dastehenden Link. Und damit wäre ich jetzt eigentlich fertig. Ja. Ja, cool. Ich habe mich immer gefragt, warum bei Node.js die Zeit immer so komisch diagonal durch den Code geht. Ist das endlich mal geklärt. So, die nächsten Folien bin ich am Öffnen, weil jetzt kommen Cookie und Jonas von der FSFW und stellen uns ihre Ideen dort vor. Das bitte. Hallo. Ah. Okay, ich bin nicht daran gewohnt, mit einem selbstgetragenen Mikro zu reden. Also wenn ich zu leise rede, dann schreit er mich einfach an. Entschuldigung. Viel Spaß.
Okay, also das ist Cookie und ich bin Jonas und wir sind von der Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen. Wie geht's weiter? Okay, so geht's weiter. Wir sind eine Hochschulgruppe an der TU Dresden, haben aber auch Mitglieder von der HTW. Andere Unis sind auch gern gesehen, aber die haben sie noch nicht zu uns gefunden. Vielleicht ändert sich das ja jetzt heute. Ja, die Hochschulgruppe ist entstanden, als sich Leute, die mal LaTeX und mal Python-Kurse angeboten haben, zusammengefunden haben. Dann kamen noch ein paar von der Wikipedia dazu und dann haben wir herausgefunden, dass das eigentlich eine schöne Idee wäre, mal ein bisschen sich für freie Software in der Hochschule einzusetzen, weil man gerade in Lehrveranstaltungen auch gerne mal proprietäre Software sieht. Und wir haben uns dazu entschlossen, eine Hochschulgruppe zu bleiben und kein Verein zu werden. Denn an der Hochschule ist es halt so, dass man relativ viel erreichen kann in einem lokalen Bereich. Die Leute sind relativ ähnlich, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit, wenn man jetzt ganz Dresden nehmen würde. Und Vereine, die sich darum kümmern, gibt es halt schon so zu einem gewissen Grade. Genau, und an der Hochschule werden halt auch diejenigen ausgebildet, die halt später in irgendwelchen Firmen oder so dann Entscheidungen treffen oder Empfehlungen für Software aussprechen. Und da ist es dann schon sehr schade zu sehen, wie dann die alle zu proprietärer Software ausgebildet werden. Genau, also wir haben uns im universitären Umfeld quasi zusammengefunden, haben so ein paar Probleme gesammelt, die jeder so hatte, die er in seinem Alltag so gerade im Umgang mit Software immer wieder entdeckt und haben halt Problemfelder gesammelt, haben uns überlegt, also haben dazu Thesen aufgestellt, um dann auf Probleme hinaus zu Problemlösungen hinauszuarbeiten. Genau, eine der grundlegenden Thesen ist natürlich, dass wir sehen, dass freie Software und freies Wissen die Bildung einer aufgeklärten digitalen Gesellschaft fördern. Dass freie Software die Wahlfreiheit fördert und vor Abhängigkeit vor Herstellern und Softwarevertrieben schützt. Dass freie Software die Nachvollziehbarkeit der Arbeitsweise dieser Software halt auf jeden Fall erhöht und überhaupt erst zur Verfügung stellt. Da geht es dann zum Beispiel um Patches allgemein, wenn man selber Sachen verbessern will, um Sicherheitsaudits oder einfach nur die Wahrnehmung der eigenen, des Schutzes der eigenen Daten. Und gerade was das Themenfeld Open Access und freies Wissen angeht, dass natürlich freie Lizenzen den Zugang sichern zu bereits öffentlich finanzierten Forschungsergebnissen. Genau, wer Interesse hat, bei uns mitzumachen, wir sind eine anerkannte Hochschulgruppe, findet ihr auf fsfw-dresden.de und wir haben auch eine Mailingliste und treffen uns alle 2 Wochen, an jeder ungerade Woche ist im aktuellen Semester in der SLUB. Informationen dazu auch auf unserer Webseite. Genau, ja, soweit zu uns. Vielen Dank. So, als nächstes haben wir Stefan und Ilja hier und die erzählen uns etwas zu Remote MC, genau, oder wie man sicheren Netzwerkboot macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig? Ja. Auf geht's, viel Spaß. So, danke. Ich habe hier ein Ilja mitgebracht. Wir wollen jetzt mal ein paar Projekte noch umsetzen. Und zuletzt ist mir mal was aufgefallen. Ich habe eigentlich nie wirklich Netzwerkboot ausprobiert gehabt. Dann gab es irgendwann in Chemnitz ein Freifunknetz und das bot auch Netzwerkboot an. Habe ich einfach meinen Laptop angeschalten, auf Netzwerkboot gedrückt. Und das ging natürlich nicht, weil das nur über das Ethernet-Kabel geht, nicht über WLAN. Und dann habe ich noch so aus Spaß gesagt, naja, wenn das jetzt einfach das über DHCP holt und dann startet, dann könnte ich doch auch selber mal einen DHCP-Server ins Netz stellen und mal gucken, ob da jemand auch mein Image bootet. Mache ich halt mal was drauf, ein Virus oder so, das BIOS updatet. Ja, und dann habe ich eben überlegt, das Netzwerkboot ist eben irgendwie noch nicht so richtig sicher. Wird vielleicht in Firmennetzen eingesetzt, deshalb die relativ dicht sind, also wo kein weiterer DHCP-Server reinkommen kann, wo das auf diese Weise abgesichert wird, physisch. Und da dachte ich mir, eigentlich müsste man das mal ein bisschen absichern, ähnlich wie es jetzt HTTPS mit Zertifikaten im Internet geht. Dann ergeben sich auch mehr Einsatzmöglichkeiten für Netzwerkboot, wo das sinnvoller ist. Wie kann ich jetzt weiterschalten mit Enter?
Kommt jetzt eine neue Folie? Okay, mit den Pfeiltasten. Ah, jetzt haben wir schon. Bloß ich sehe es nicht auf dem Bildschirm, das ist eigentlich schade. Ja, es war folgender Gedanke, weil wir ja eh gerade das Freifunknetz hatten. Es gibt ja öfters mal so Eventnetzwerke, wo jetzt zum Beispiel IP-Telefone, der Internetzugriff, Livestreams und so weiter drüber laufen, vielleicht über WLAN miteinander vermascht, dass das automatisch weitergegeben wird. Und auf allen Komponenten müssen ja Betriebssysteme drauf sein, die schwierig zu updaten sind. Also man muss dann jedes Gerät einzeln updaten, muss gucken, dass das konsistent ist. Und wenn dann irgendwas mal nicht funktioniert, fällt das Netz aus und muss überall suchen. Man hätte aber lieber irgendwie so ein Image, irgendwie eine CD oder einen USB-Stick, den man einfach wechselt und dann tauscht das alle Betriebssysteme auf allen Geräten aus. Vielleicht auch Betriebssysteme, wo direkt eine Konfiguration fest eingebunden ist oder ähnliches. Und dann hat man auch die langen Ausfallzeiten vermieden. Man kann schnell Geräte tauschen und das neue booten. Das erste Gerät bootet, stellt zum Beispiel Netzwerk für weitere WLAN-Router zur Verfügung. Die booten ihr Betriebssystem darüber. Man hat nur ein kleines Grundsystem. So, und damit vermeidet man natürlich auch den zeitaufwendigen Aufbau. Man stellt Geräte hin, kann sie leicht tauschen, hat nicht so einen hohen Wartungsaufwand. Also man nimmt sich zum Beispiel vor, es gibt eine neue Firmware, jetzt spiele ich auf jeden das Neue auf, aber dann macht man es am Ende trotzdem nicht, man räumt es erstmal weg und beim nächsten Mal funktioniert es nicht, weil irgendwas Altes noch drauf ist, vielleicht noch mit einer alten Config, die fest einkompiliert ist aufgrund der Speichergröße. Tja, und da haben wir uns überlegt, ja, wir bräuchten eigentlich ein System, also irgendein Bootloader, ein Mini-Betriebssystem, das auf dem Flash oder halt auf dem ROM da drin gespeichert ist. Sowas wie ein Linux, was eben WLAN kann, was auch über normales Kabelnetz kann, was dann per, was auch ohne DHCP funktioniert, wenn es feste IP-Adressen gibt, da ein Image lädt, das Server-Zertifikat prüft, der Server prüft das Client-Zertifikat, damit nicht jemand anders ein Betriebssystem da abzieht, was vielleicht irgendwie irgendwelche Einstellungen enthält oder ähnliches, die nicht unbedingt veröffentlicht werden soll. Das Image kann verschlüsselt sein. Dann kann nochmal die Signatur des Betriebssystems geprüft werden. Das kann signiert werden. Und so soll es sich eigentlich relativ schnell und flüssig ein Netzwerk aufbauen lassen, was temporär ist. Auch in Firmennetzwerken sollte das Ganze sicher sein. So, das war so das Konzept. Wir haben noch kein funktionierendes System dazu. Und wir haben ein bisschen recherchiert. Es gibt verschiedene Ansätze, aber noch nicht so eine richtige Lösung. Wir sind nachher auch nochmal einen Moment da. Also wenn wir darüber nochmal diskutieren wollen, können wir das auch nach den Vorträgen noch machen. Kurzer Hinweis noch. Ich halte dann 16 Uhr einen Vortrag Smart RNS, sicherer Kontaktdatenaustausch. Das ist unten im Museumskino. Und da können wir dann uns auch nochmal treffen und drüber diskutieren, falls jemand Interesse an der Idee hat. Okay, dann bedanke ich mich erstmal. Es ist vielleicht noch kurz Zeit, hat vielleicht noch jemand eine Frage oder so zwischendrin? Schade, sieht nicht so aus. Okay, dann kommt der Nächste. Ja, der Nächste ist der Martin, den kennt ihr ja. Martin hat auch eine tolle Idee. Das heißt Open Silicon. Genau. Viel Spaß. Hallo. Wie gesagt, ich bin der Martin. Ich habe eine Idee für ein Projekt, vielleicht ein Chaos-Projekt, was mich schon länger ein bisschen fuchst. Wenn man sich so mit kleinen Elektronik-Basteleien beschäftigt, dass es eben am Ende die Chips selber immer eingekauft werden und sehr vom Hersteller abhängt, wie viel Unterstützung man bekommt und man eigentlich auch nicht genau weiß, was in diesen Chips alles verbaut ist. Und ich dachte mir, hier im Silicon Saxony müsste doch die Expertise vorhanden sein, sowas vielleicht Chips zu produzieren, die nicht mit so einem großen technischen Aufwand hergestellt werden
brauchen, wie das jetzt High-End-Chips sind, sondern dass man das eher als gemeinnütziger Verein machen kann, dass man dieses Wissen weitergibt und dass die Gesellschaft befähigt wird, die Technologie im Kern zu kontrollieren, die heute unser Leben bestimmt. Das ist eben der Punkt, was will ich machen? Ich habe mich da ein bisschen an Kant orientiert, eben die freie Chipproduktion wieder die Kompetenz zurückzubringen und die Grundlage für die kritische Infrastruktur eben der Gesellschaft zurückzugeben, die heute eben von wenigen Chipproduzenten vorwiegend in USA und in Asien kontrolliert wird. Was gibt's denn schon alles? Es gibt einen offenen Software-Stack, den kennen viele auch schon, mit den GNU-Tools, Linux, BSD und so weiter, schon alles vorhanden. Es gibt offene Boot-Firmware, Coreboot, U-Boot, ist auch schon vorhanden. Es gibt sogar auch schon freie Beschreibungen von Prozessorarchitekturen auf der Seite Open Cores, das sind VHDL oder Verilog-Beschreibungen dieser Hardware, was eben nur fehlt. Und es gibt Projekte, genau, die eben freie Elektronik zur Verfügung stellen, zum Beispiel OpenMoco, das ist so ein Telefon, da gibt es einen Nachfolger, wird hier in Deutschland produziert, GTA 4, es gibt den Raspberry Pi, aber man kommt dort irgendwann halt an die Grenze, weil eben diese Chips selber, die verbauen, nicht frei produziert werden. Und gerade beim Raspberry fuchst mich das sehr, dass man eben nicht rankommt. Die haben Videochips drauf und man kann die einfach nicht nutzen, man weiß nicht, was die genau machen, weil der Hersteller rückt eben keine Dokumentation dazu raus. So, was können wir dagegen tun? Meine Idee ist, dass man hier die Expertise sammelt, dass man sich mal anschaut, ob es nicht Fertigungsprozesse gibt, die eben nicht in Hochreinräumen stattfinden muss, sondern vielleicht reichen auch nur Reinräume, die sicherlich nicht die gleiche Performance wie moderne Prozessoren von Intel erreichen, aber mit denen man durchaus arbeiten kann, wo man vielleicht irgendwie so ein Telefon betreiben kann, ein einfaches, wo man vielleicht eine Smartcard mitbauen kann, die dann die Kommunikation absichert, die einem zur Authentifizierung dient, dass man eben solche Hardware-Bestandteile selber baut und darauf dann Plattformen aufbauen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, auch von staatlicher Stelle gibt es irgendwie ein Interesse, aus dieser Abhängigkeit von Herstellern in USA und Asien wegzukommen und mehr in Deutschland zu machen. Das heißt, dieser Verein könnte eventuell auch dann Projekte durchführen, eben für staatliche Stellen und damit einen gewissen Profit erzielen. Oder ja, Verein darf ja nicht Profit, aber sozusagen seine eigene Arbeit finanzieren. Damit können wir eben sicherstellen, was da alles in dem Chip läuft, dass da keine Backdoors eingebaut sind, gerade auch im Hinblick auf die Ideen, die jetzt unter CryptoWars 2.0 diskutiert werden, dass Regierungen sagen, ja, wir wollen eben immer jede Verschlüsselung brechen können und die gehen eben dann an die großen Hardwarehersteller ran und sagen, hier, du baust uns jetzt da irgendwas ein. Und die dürfen dann teilweise ja nicht mal drüber reden und bauen das dann ein. Und wir wissen da nichts davon. Das heißt, wir haben da keine Kontrolle drüber. Wenn wir heute ein Gerät kaufen, UEFI, das, was man offiziell von UEFI weiß und von dieser Architektur, ist schon furchtbar genug. Das, was man nicht davon weiß, da will man gar nicht drüber nachdenken. Genau, diese Produktionsprozesse sollen nachvollziehbar und offen sein. Die sollen auch von anderen nachgebaut werden können. Und ich hatte mir gedacht, dass wir uns einfach mal regelmäßig im HQ treffen, dass es da aus verschiedenen Fachbereichen eben Leute dazukommen sollte. Also man müsste das rechtlich besprechen. Man bräuchte Fertigungstechniker, Physiker, E-Techniker. Ich kann anbieten, dass ich das organisatorisch ein bisschen zusammenhalte und dann mich um später mal den Software-Stack kümmere. Genau, und wer da irgendwie Interesse hat mitzumachen, der schreibe mir bitte eine E-Mail. Schneller. Ich bin auch schon fertig, genau. Schreibe mir bitte eine E-Mail und dann setze ich da einen Termin im HQ an und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Danke. Juhu. Lightning fast, das Ende. Aber definitiv eine coole Sache.
So einen offenen Router, wo man weiß, wie der sendet, wohin der sendet und so weiter, hätte ich auch ganz gerne bei mir zu Hause. Als nächstes haben wir den Drake hier. Ja. Hallo. Genau. Und Drake hat mal das Maintainment von der Software übernommen. Richtig? Ja, so sieht's aus, ja. Okay. Dieser Software. Genau, vielleicht. Okay. Los geht's. Okay. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Projekt ShowNote.js. Wenn ihr Podcast hört eventuell, da gibt es manchmal Sendungsnotizen dazu oder diese Kapitelmarken. Und es gibt halt eine Gemeinschaft, die gemeinschaftlich Shownotes schreibt zu Podcasts. Crowdsourcen das halt. Genau. Und das ist halt die aktuelle Webseite, auf der das passiert. Das passiert alles über ein Etherpad, da kann man sich anmelden und jeder kann da mitschreiben bei Live-Shownotes, also bei Live-Podcasts, wenn die gestreamt werden. Genau. Mittlerweile haben wir auch einiges an Podcasts angesammelt und an Notizen. Also wir sammeln ordentlich Metadaten, Links, die da erwähnt werden, Bilder, weiterführende Informationen und so weiter. Genau. Hast die Folie nicht geupdatet. Okay, aber kein Problem. Gut, ja, so sieht so ein Pad aus, wenn da Leute drin arbeiten. Es ist dann immer schön bunt. Wir haben da ein Format spezifiziert, das heißt OSF, Open Show Notes Format. Genau, da schreiben dann mehrere Leute gleichzeitig, indem sie, während sie den Podcast hören, eben in diesem Format die Show Notes auf. Und der Vorteil ist einfach, dass wir das mit einem Parser dann eben umwandeln können in alle möglichen anderen Formate und wir können es mit dieser Plattform auch in Datenbanken abspeichern und dann eventuell sogar Analysen drauf laufen lassen. Genau. Und am Ende, das ist jetzt ein Beispiel, wäre zum Beispiel so eine Blog-Ansicht. Man sieht halt die Zeitmarke, wann wurde etwas gesagt, wann wurde über etwas berichtet. Wenn man jetzt also einen Podcast hört, dann kann man einfach in die Shownotes schauen. Und ich habe das und das gehört, das war bei Minute 5 und sucht sich das raus und kann dann da entsprechend verfolgen. Es gibt dann halt verschiedene Formate, die man oben sieht. So, genau. Das Problem ist allerdings, ich habe die Plattform zum Teil nicht übernommen. Also ich bin nicht alleine, aber ich bin im Moment so der Letzte, der daran entwickelt. Und die Software ist noch nicht komplett fertig und hat ohne Ende Fehler. Und was wir dringend brauchen, sind einfach Entwickler, die Python 3 können, die sich mit Django auskennen. Das ist das Backend hinten, was die Datenbankverwaltung macht. Das Frontend ist in Angular.js programmiert. Und ein bisschen Node.js für Messaging haben wir auch noch. Und was wir vielleicht noch brauchen können, sind Big Data Spezialisten, Little Big Data, weil so viel Daten haben wir noch nicht, aber es wächst, dass man vielleicht mal Analysen machen könnte, sowas wie, welche Podcasts erwähnen sich untereinander, was wird häufig erwähnt, vielleicht kennt einer drin die Freak Show oder Mobile Max, man könnte mal eine Analyse darauf starten, wie die Fanboy-Sache der Mobile Max korreliert mit der Erwähnung von MacBooks oder sowas in der Art. Da kann man sich viel ausdenken. Gamification wäre vielleicht noch so eine Sache, die man einbauen könnte. Genau. Und dafür brauchen wir eben euch, wenn ihr Lust dazu habt. Und genau. Bitte mitmachen. Das ist die Webseite. Es gibt den Quellcode und alles, was wir bisher gemacht haben, auf GitHub. Ihr erreicht uns über Twitter, IAC, E-Mail. Und wenn ihr mich fragen wollt, könnt ihr auch mich direkt über XMPP erreichen. Okay, das war's von mir aus. Wenn es Fragen gibt, gerne. Danke. Die hübschen Folien gibt's dann auch noch mal im Netz. Gut. Danke dir, Drake. Ja, coole Tools für coole Podcasts. Immer schön. Als nächstes habe ich den Rob hier von. Tut mir leid, Honky, du bist gleich dran. Rob, kommst du bitte nach vorne? Ah. Rob wollte uns kurz das OK-Lab vorstellen. OK-Lab? Test. Heißt das OK oder OK? Ja. Ich wollte kurz was über die Open Data Bewegung in Dresden. Was heißt Bewegung? Aber ich möchte einfach aufrufen für. Brauchst du einen Browser? Achso, ich dachte, du hast. Du meintest, du brauchst einen Browser. Ich habe eine Webseite eingefügt im Pad, aber. Ah. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Ist das ein Punkt?
Das ist gar nicht so einfach hier. Nee, das ist hier oben. Hättest du doch eintippen können. Tada. Okay, die Leute, die mich kennen, wissen es ja wahrscheinlich schon. Ich mache viel im Bereich Open Data, in Dresden hier hauptsächlich. Wir haben so ein paar Leutchen, die sich um das Thema kümmern. Das Ganze nennt sich dann OKLab, Open Knowledge Lab, ist in Verbindung mit der Open Knowledge Foundation, die europaweit agiert, und mit denen zusammen arbeiten wir. Wir treffen uns regelmäßig am ersten und dritten Mittwoch des Monats. Ich habe jetzt nur die Seite aufgerufen, weil ich mich relativ spontan dafür entschieden habe, das hier kurz zu erzählen. Deswegen habe ich jetzt auch keine große Präsentation vorbereitet oder so. Ich wollte einfach nur sagen, wir sind da, wir tun was, und ich möchte mal dazu aufrufen, dass man vorbeikommt, dass man sich das mal anguckt, sich mit den Leuten unterhält. Ich bin, wie gesagt, jeden ersten und dritten Mittwoch da und ansprechbar. Ansonsten auch bei Twitter sind wir offenesdresden.de oder ich persönlich auch. Hier sind auch unsere Projekte so drauf gelistet, die alle auch noch Mitarbeiter oder einfach Leute brauchen könnten, die sich darum kümmern, oder eben neue Projekte oder neue Ideen. Wer nicht weiß, was Open Data ist, kann mich halt auch fragen. Da geht es halt um öffentliche Daten zu nützen. Genau, jetzt kann ich direkt auf Fragen antworten. Ansonsten sage ich, komm vorbei, komm mit uns ins Gespräch. Wir suchen im Prinzip jede Person, die irgendwie Lust hat, mitzumachen, egal was sie können. Wir suchen halt also nicht nur Programmierer oder so, sondern auch Grafiker, Menschen, die sich mit anderen Menschen unterhalten können. Wir sind politisch unterwegs, sind im Gespräch mit Politikern, und ja, kommt vorbei oder stellt jetzt Fragen oder trefft mich überall hier auf den Gängen. Ja, das war's schon. Dankeschön. Dankeschön. Okay, Honki, jetzt ist soweit. Test. Genau. Ich wollte eigentlich nur mal vorstellen, was ich so in den letzten ein, zwei Jahren gemacht habe im Bereich Robotik. Ich finde Robotik total spannend, und es ist so ein Thema, was auch immer mal wieder an die Menschen herangetragen wird, meistens in dieser Form. Das heißt, das sind so kleine Arduinos, die halt einen Ultraschallsensor drauf haben, zwei Motoren, ein bisschen rumfahren. Das ist alles ganz gut, wenn man halt verstehen möchte, wie Strom funktioniert und wie so die generellen Zusammenhänge in der Informatik funktionieren. Aber wenn man dann mal einen Schritt weitergehen möchte, wird's gleich richtig schwer, habe ich erfahren. Und da gibt's eine Sache, das ist ein Open-Source-Projekt, wurde von Willow Garage ins Leben gerufen, von Scott Hessen. Das ist einer der Dritte im Google-Bunde sozusagen. Der war relativ zügig dann Milliardär und hat sich halt mit 30 Leuten hingesetzt und hat einfach mal ein Betriebssystem für Roboter geschrieben. Das Betriebssystem ist jetzt eigentlich Linux-basiert, das heißt, man hat da bestimmte Tools, bestimmte Aufbau, bestimmte Serververbindungen. Das zu erklären würde 5 Minuten bei Weitem sprengen, also geschätzt 2-3 Monate braucht man, um das so richtig zu verstehen. Um es zu benutzen, braucht man echt weniger Zeit. Dass es gut ist, zeigt einfach mal die Folie, die ein bisschen beschnitten ist. Es gibt echt viele Roboter, die das können, auch ein paar Bekannte, so der Nao, den in den ganzen Universitäten rumrennt, dieser Humanoide. Eine Sache fällt aber auf, wenn man sich mit diesen komplizierten Robotern zusammensetzt, dass sie nämlich immer teuer sind. Also der teuerste oder der beste sozusagen ist von Willow Garage selber entwickelt, den seht ihr oben rechts, das ist der PR2, das ist der Traumroboter, der hat 2 Arme, einen Laserscanner, kann rumfahren, total toll, 400.000 Euro. Kann man, wenn man mal spielen möchte mit denen, kann man nach Freiburg fahren, die haben einen. Sonst wüsste ich jetzt gerade nicht, wer einen in Deutschland hat. Und die haben den geschenkt gekriegt übrigens. Was öfter noch in den Unis rumfährt, ist unten rechts. Das ist der sogenannte Turtlebot. Auch der ist schön. Ist letztendlich so ein Roomba mit einem Tisch drauf und einer Kinect. Super Teil, kostet aber auch 1.000, 1.500 Euro. Also auch nicht so cool. Was habe ich gemacht? Naja, was man halt so macht. Also oben links seht ihr noch was vom letzten Jahr. Ich habe halt einfach mal Roboter hingeschrieben. Man packt einen Raspberry Pi mit einer Spielkamera drauf und lässt ihn ein bisschen rumfahren. Man versucht
einfach Komplexität ein bisschen weiter über den Arduino zu treiben und in die Robotikwelt reinzutauchen. Zufälligerweise habe ich in der Zeit meinen Abschluss gemacht und mein Professor war sehr nett und hat mich da quasi universitär mit dem Thema mal beschäftigen lassen. Das heißt, ich habe für die Uni eine kleine Robotikplattform gebaut, die in der Lage ist, ROS auszuführen und kompatibel zu großen Robotern quasi ist. Also der lebt in derselben Welt, in derselben Karte, kann alles, was der Große kann. Meine Aufgabe war das halt, möglichst modular, möglichst günstig herzustellen. Das habe ich halt mal gemacht. Dann bin ich zu der Lösung gekommen, dass wir halt Xtion ist sowas wie eine Kinect. Ein Cubitruck ist ein besserer Raspberry. Eine IMO ist ein Accelerometer, Magnetometer und ein Gyroskop, also quasi die Sensoren für die Lage. GPS kennt jeder. Dann habe ich trotzdem noch zwei Arduinos gebraucht, einfach um bestimmte Sensoren auszulesen, die Motoren zu steuern und habe ein Gehäuse aus Aluminium, Plexiglas gebaut. Es gibt eine Bauanleitung, die schicke ich euch gerne zu. Die ist noch nicht auf meiner Website, weil ich halt gestern Nachmittag beschlossen habe, hier den Vortrag zu halten und irgendwie das noch nicht richtig vorbereiten konnte. Aber das ganze Ding ist halt ROS Indigo kompatibel, also auch die aktuelle Version sozusagen von ROS. Das ist immer so das Problem. Also alles, was man findet, ist meistens 3-4 Generationen alt und dann kann man es trotzdem wieder nicht verwenden, weil sich ROS rapide weiterentwickelt. Und das ganze Ding kostet unter 500. Ich bin aber der Meinung, man kriegt das sogar noch günstiger hin. Das war halt nur der erste Versuch, das zu bauen. Die Effekte, die man damit erzeugen kann, sind relativ cool. Also man kann halt durch die Wohnung fahren und 3D-Bilder der Wohnung machen. Also hier sehen wir mal, wie man im Flur mal abbiegt und den Schreibtisch da fotografiert. Halt auch in der Höhe so. Die Kamera bietet ungefähr 5 Meter Höhendaten mit 640 x 480 Pixel. Für den Preis schon relativ gut, zumal so Laserscanner und so ein Kram echt viel Geld kosten. Hier ist nochmal eine große Karte, wo man so den Flur sieht. Es gibt sogar Slamming, das heißt, man weiß, der Roboter kann errechnen, wo er sich befindet. Er hat eine Odometrie, er hat mehrere Daten, die er dann filtert, um halt rauszukriegen, wie er sich bewegt hat und wie er, also abgezüglich davon, wie er hätte gedacht, dass er sich bewegt hat und so weiter. Also man kann richtig viel coole Mathematik einfach nur durch dieses ROS machen, weil die Funktionalität, zeichne mir eine Karte, ist in ROS abgebildet. Das heißt, niemand braucht programmieren, zeichne mir eine Karte. Man hat in dem ROS auch drin, lese mir den Sensor XY aus und mache mir daraus das Format, was alle verstehen. Also es gibt in ROS eine Abstraktionsebene, die auf den ersten Blick kompliziert scheint, auf den zweiten Blick aber extrem coole Projekte ermöglicht. Und wenn man da einmal drin ist mit einem kleinen Projekt, was nicht so viel Geld kostet wie 400.000 Euro, dann kann man da lustige Sachen machen. Ja, und dann war ich auf dem Camp dieses Jahr und habe das Teil gesehen. Das fand ich total cool. Wer es nicht gesehen hat, das ist eine Draisine auf einer Schiene, gebaut aus zwei Rollstuhlmotoren und einer Autobatterie. Und da dachte ich, warum eigentlich nicht? Und habe da mir zwei Rollstuhlmotoren gekauft, habe die auf ein Brett geschraubt mit einem dritten Rad und bin gerade eben dabei, das Ding zu einem ROS-Roboter zu machen, also auch so ein bisschen Open-Source-Roboter, der zurzeit immer noch deutlich unter 500 Euro kostet. Also ja, der Sinn dieses Vortrags ist eigentlich, mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, da schon mal mit was gemacht hat oder irgendwie mitmachen möchte, gerne. Also das sind nur die Quellen. Jetzt Pause drücken. Und ansonsten sind hier noch meine Kontaktdaten, wo ihr mir gerne schreiben dürft und wir mal gucken können. Ich kann euch meine Webseite sehr empfehlen. Die hat alles außer Besucher. Also das war's auch schon. Ja, vielen Dank, Honky. Ich verspreche dir, ich schau mal vorbei. Der Axel hier, der wird uns gleich was zu Colophobic erzählen, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Okay. Die Angst vor Farben. Ich verstehe nicht ganz, aber... Okay, gut. Dann viel Spaß. Dankeschön. Also ich möchte euch bloß ganz kurz ein Projekt vorstellen, was ich in der Nacht- und Nebelaktion parallel in meiner Diplomarbeit gemacht habe. Und es im Grunde genommen schließt das ein bisschen an den Open Data-Vortrag, der davor war. Und zwar mit der leichten Kritik, dass die halt, dass es ein schöner Gedanke ist, aber oft nicht passiert. Und das Gefühl, was ich hatte, weswegen ich das Projekt gemacht habe, ist in etwa wie der Panda sich erfüllt. Also der frisst den Regenbogen nicht, sondern der wird den los. Und
ja, Anwendung, im Grunde bei mir war es eine wissenschaftliche Anwendung. Ich wollte aus dem Bild einfach die Daten wieder rekonstruieren. Also Open Data wäre, wenn jemand so ein Bild publiziert, das von netten Kollegen von mir, dann sollte man möglichst auch noch die Daten dahinter publizieren, weil vielleicht die Colorbar, in dem Fall Rainbow, ist halt nicht ideal vielleicht. Und vor allem, wenn ich jetzt irgendwo eine Lineout daraus haben möchte, ich möchte zum Beispiel jetzt irgendwo auf einer gewissen Höhe jetzt einfach mal die Daten wissen, dann muss ich jetzt wirklich die Daten mit dem Auge, mit der Colorbar korrelieren. Andere Sache, die jetzt mir mal vor ein paar Monaten aufgefallen ist, wir leben in einer Welt, wo Propaganda ganz, ganz groß ist und da wird gerne zum Beispiel Antikapitalismuskritik mit Anti-Amerikanismus verwechselt und in dem Fall hier ist das eine Colorbar, die zeigt, wie hoch die Sterblichkeit oder Lebenserwartungsrate in Osteuropa und Europa in den USA ist. Mit einer divergierenden Colorbar, die absolut keinen Sinn macht und natürlich so aufgepasst, dass es aussieht, als würde man in New York sofort sterben. Also ganz kurz Theorie dahinter. Bild besteht aus Pixeln, das ist ein 4x2-Bild und das besteht RGBA im Sinne von JPEG oder PNG hat man vielleicht noch einen Alpha-Kanal dazu. Und was man jetzt also einfach machen kann, ist, die Colorbar besteht selber genauso aus den gleichen Werten. Und wenn ich mir ein Lineout rausnehme, jetzt mal von rechts nach links angezeigt, dann kann ich einfach gucken, okay, entlang der Colorbar, welcher Wert repräsentiert denn da die drei Werte dazu, RGBA. Und wenn ich jetzt dazu einfach wieder rausbekommen möchte, für jedes Pixel, welchen Wert entspricht das auf der Colorbar, mit der Hoffnung, die Colorbar ist eindeutig, dann kann ich einfach das Folgende machen, ich nehme jedes Pixel und tue mir in einem 2D-Raum für RG meinetwegen, und 3D-Raum für RGB einfach die Abstände ausmessen. Also ich gehe für ein Pixel im Bild durch die gesamte Colorbar und messe immer die Abstände zwischen dem Colorbar-Wert und dem Wert, den ein Pixel hat, indem ich mir also X, Y, Z einfach RGB auftrage. Geht auch vierdimensional, ist dann aber schwerer hier darzustellen. Und das minimieren wir einfach. Ja, also der kürzeste Abstand für irgendeinen Colorbar-Wert entspricht dem Wert, der hinter dem Pixel stand, bevor ich es geplottet habe. Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel daraus. Implementiert habe ich das hier in so einem schönen statischen HTML5-Spielerei mit Canvasen und allem. Jetzt brauche ich meine Hände. Gut, jetzt habe ich hier das Bild einfach rein drag and dropped und jetzt fange ich einfach an und wähle hier mal eine Colorbar aus. Also die Colorbar, Moment, da brauche ich wieder zwei Hände. Gut. Colorbar habe ich kurz ausgewählt, die ist an der Stelle. Das Bild habe ich dazu ausgewählt, welcher Bereich mich überhaupt interessiert. Dann sehe ich hier unten eine Vorschau, okay. Unten habe ich eine Colorbar, ist ein bisschen links abgeschnitten, aber ihr seht, was ich meine. Ich habe ein Bild jetzt einfach ausgewählt, hier Colorbar, das ist der Bereich, hier gebe ich noch Werte dazu ein, auf der das stehen soll und das ist das Bild, wo ich die Daten rekonstruiert haben möchte. Und jetzt gehe ich einfach runter, schaue mir an, okay, analysiere das. Alpha Channel interessiert mich an der Stelle nicht, weil hier ist alles bloß RGB. Drücke auf Analyze und dann sehe ich erst nochmal eine Vorschau von der Colorbar und hier oben dazu ein Download, einfach Textdatei oder CSV-Datei. Und was die anspricht, ist genau die Daten, die hinter dem Bild standen. Also das kann ich damit rekonstruieren. Lade ich mir runter, speichere das ab. Okay, oh schön, meinen ganzen Ordner gezeigt. Und am Ende kann ich das plotten und habe das gleiche Bild nochmal, aber vielleicht jetzt in einer Blauskala. Ja? Oder ich könnte mir das auch angucken, jetzt nochmal in einer Grauskala. Oder ich könnte mir einfach aus den Daten, die werden wir uns mal hier genau angucken, Data, kann ich halt auch irgendwas mit den Daten machen und die irgendwo reinladen. Also das ist genau das, was an der Colorbar stand und das kann ich dann wieder rausbekommen. Gut, das war's, danke. Schön, beeindruckend, cool. Ja, vielen Dank, das waren die Lightning Talks. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ich bin nicht ganz so durchgerannt. Wollte es aber auch nicht so langwierig für euch machen. Genau. Viel Spaß beim nächsten Talk.